Was ist das für ein Bug eigentlich? Das ist wohl... Jetzt gibt's das denn. Schau halt zu. Ich cheate dich so lange deine Bedürfnisse nach oben. Ich meine, der Saftladen hat nicht mal... Okay, er hat jetzt einen Barkeeper. Tiefe Verzweiflung, das trifft's. Wir brauchen einen Trink, der heißt tiefe Verzweiflung, weil wir kommen hier nicht mehr runter. Ich hab die Kopieren hier massenweise. Ach, kannst du das Klo benutzen. Ja, wir müssen irgendwas mit dem Laden anstellen. Ich glaube, das ist so ein Laden, wenn du einmal drin bist, bist du gefangen. So Scientology-like. Das nenne ich Kunst. Können wir auch nach Hause teleportieren? Hey, Moment mal. Hm? Ich weiß, wie wir rauskommen aus dem blöden Haus. Moment. Jetzt passt auf. Wenn man nämlich den Cheat aktiviert, das ist mir letztes aber leider auch erst zu spät eingefallen, natürlich kommen wir hier raus. Shift. Hierhin teleportieren. Jetzt passt auf. Das geht sogar richtig elegant. Dann kannst du nämlich rangehen. Und hier machen wir jetzt endlich wieder, damit das in korrekten Bahnen läuft. Nein, danke. Ich brauche jetzt niemanden zum Plaudern. So, und weil wir keine Computer haben, müssen wir einen Schreibtisch einrichten. Beziehungsweise, wir haben einen Wäscherer. Wir machen es authentischer. Wir holen uns einen... Wir können uns sowas nicht leisten. Okay, wir brauchen einen Tisch. Es kommt davon, wenn man auf dem Abgrund lebt. Dem Abgrund, tiefen Abgrund des sich nichts leisten können. Da kommt da noch ein Stühlchen hin. Ist da so ein Bürostuhl? Du bist halt so einer. Ja, wobei, der sieht schon ein bisschen arg komisch aus. So. Dann können wir uns einen Computer irgendwie leisten noch. Multitap. Yeah. Mhm. Ach, das ist ein Tablet. Aber, naja, Star-Objekte, die sind mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Yeah, weiteres Anwesen kaufen, na klaro. Wobei, geh zuerst auf die Toilette. Tu das zuerst. Wir können uns immer in den Computer hacken. Das geht den ganzen Tag. Kleidung auf ganzem Grundstück, wenn schon reinigen. Zack, wir sammeln die Kleidung auf. Wir sammeln die Kleidung zusammen. Und wir waschen alles, was hier ist. Ja, ab und zu müssen auch die haushälterischen Tätigkeiten, die dürfen auch nicht nachfallen. Ah. Ach Gott, wir fangen mal an zu hacken. Unterschätzt diese Frau nicht, sie ist gut drauf. So. Das war das falsche... Boah, was ist das für ein Passwortfeld, Alter? Da würde ich hier eine Krise kriegen. Geben Sie hier Passwort ein. Das war das falsche Passwort. Mach einmal ein paar Kommandozeilen ausführen, die keiner lesen kann. Geben Sie nochmal das Passwort ein. Es war richtig! Yeah. Hier eine Auflistung von irgendwelchen sinnlosen Sachen. Der Computer hat einen Grafikfehler. Jetzt sag dich richtig ein. Mhm. Alles klar, man merkt schon.
könnte noch länger dauern. Jetzt kommt wahrscheinlich dritte Animation. Das heißt, da wird es wieder richtig sein, genau. Der hat immer so einen gelben Grafikfehler. Ist euch das aufgefallen? Ich zeig's nochmal. Warte. Da. Na, krieg ich das Brot? Nein. Wie lange brauchst du zum Hacken hier? Also ist das schon zweimal richtig gemacht. Okay. Ermittler. Ah, wir hacken nochmal die Informationsdatenbank. Genau. Ermittlerdatenbank hacken. Hey, wenn man schon so krass drauf ist. Ha. Das ist Finja. Die kleine Elite-Hackerin. Das wird sie wahrscheinlich noch weiter betreiben. Okay. Du musst den die Energie hochkriegen. Habe ich eigentlich als letztes den Cheat deaktiviert? Ja, habe ich. Komm. Die Ermittlerdatenbank ist doch keine kein Aufwand mehr. Immer noch die falschen Daten, oder? Schlimm hier. Hast es bald. Ach, die macht damit Geld. Oder wie sehe ich das? Ich glaube, das ist nicht ganz so legal, wie es ausschaut. Naja. Ah, okay, ja. Das war wohl nicht ganz so legal. Qualität, sehr gut. Dann nehmen wir das. Na, wir brauchen gar keinen Teller. Kaffee. Drink a coffee. Wir trinken jeden Tag einen Kaffee. So, dann gehen wir erstmal Bericht erstatten. Komm. Es gibt's doch jetzt nicht. Ah, dieser Typ ist schon wieder nicht verwegbar. Dann gehen wir aufs Klo. Ja, wenn die Typen immer nicht erreichbar sind, das ist schlimm. Weißt du, meinst du, ja, okay, jetzt hast sie. Wo lebt denn der schon wieder? Plasma. Ah. Nicht schon wieder der Saftladen, der einen nicht mehr rauslässt, beim Eimer drin ist. Das hatten wir doch schon. Ich glaube, die Toilette ist kaputt. Dann kümmern wir uns um Spaß. Wir haben ja schon ein bisschen Geld reingeschaffelt, dann geht das doch bestimmt noch mehr exzessiver. Aber wir können auch Computerspiele spielen, aha. Dann Computerspiele spielen. Aha, aha, aha. Das Haus verweist so vor sich hin. Erik, was machst du eigentlich deinen ganzen Tag hier? Mal aufräumen wäre angesagt. So. Ja. Ein bisschen aufräumen würde nicht schaden. So, danach kannst du auch gerne duschen gehen. Und zerstöbert dich selbstreinigend. Ja. Die hier könnte mal selbstreinigend sein. Die ist unzerstörbar. Achso. Ja, schaut doch mal die Mikrowelle an, ganz ehrlich, der hat da voll die Delle reinkaut. Schlimm, echt. Könnten wir jetzt noch mit dem Ding, mit den anderen Dingern machen hier. Ja, das hast du ja schon gemacht. Aber bei. Dann machen wir mal ein paar Upgrades. Ist das eigentlich für das Kind nicht laut? Anscheinend geht's.
Anscheinend muss es gehen. Ja, dann durchsuchen wir das Internet. Dafür schalten wir erstmal den Rechner aus. Alter, der bootet schneller als mein Rechner mit SSD. So, chatten. Schreiben. Schreiben eben. Wagani-Saga. Mhm. Oh Gott, die Energie ist ja, stimmt, die ist im Arsch. Chatten wäre auch noch eine Idee. Solange wie der Kaffee halt noch hält. Und danach muss sie sowieso ins Bett. Boah, welcher Wecker ist denn das? Dann. Dein Sim feiert bald Geburtstag, alles klar. Ja, passiert. Soll vorkommen, habe ich gehört. Jetzt kannst du aber schlafen gehen. Ja, dann geh doch ins Bett und beschwer dich nicht. Frau, so schwer ist es nicht. Ich habe gesagt, geh ins Bett und dann tust du es auch. Na komm, mach mal. Nein, du musst duschen. Du musst benutzen. Und dann musst du duschen. Du hast eh keine Energie. Schläft halt im Unterricht, mein Gott. Soll auch mal vorkommen. Kann ich im Unterricht schlafen? Oh. Später. Ach, die haben wir jetzt vergessen. Naja. Soll mal vorkommen. So. Wunderbar. Wunderbar. Tja, das Leben ist organisiert, würde ich sagen. Aber wie lange brauchst denn du? Nee, dann räumen wir mal das Geschirr weg. Das Geschirr. Recyceln. Coupon ausschneiden, könnte man auch machen. Wir müssen in absehbarer Zeit wieder shoppen. Mit Coupons ist es einfacher als ohne. Dann gibt es wenigstens ein bisschen Rabatt. Ja. Währenddessen schmeißen wir unsere Zeitung mal weg. Oh Gott, nicht schon wieder einer. Ah ja, klar. Doch, der Stein. So, Rechnung bezahlen und Post nehmen. Jetzt gehen wir erstmal Coupons schnippeln. Man muss Prioritäten setzen. Wenn wir mal wieder zu wenig Geld haben, wir wissen, wo es hergeht, aus der Ermittlerdatenbank. Ich weiß nicht wie, aber es geht. Fraps, wie lange läufst du schon nicht mehr? Ich glaube, meine Festplatte ist voll. Ja, dann wird es sowieso Zeit, das Let's Play zu beenden. Oh, scheiße. Wenn das jetzt... Weißt du, nimmst du einmal länger auf, dann... Kannst du schon vergessen. Okay, mir wird schon was einfallen. Ansonsten, ihr wisst ja Bescheid, die Festplatte ist vollgelaufen. Gut, dann sage ich schon mal so, das war's von dem Let's Play. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und ich würde mich freuen, wenn ich mehr Festplattenplatz hätte. Das ist ein chronisches Problem. Das nennt man Krankheit. Normalerweise für... Ja, ich dachte, ich war naiv. Ich habe gedacht, der Speicherplatz reicht aus. Ich war echt naiv. Naiv? Naja, ihr wisst Bescheid, ich weiß auch Bescheid und dann gibt's vielleicht noch halbe Folgen. Oh Gott, was mir das wieder mal passiert. Aber diesmal weiß ich nicht, wie lange es schon her ist. Und deswegen möchte ich mich jetzt auch endlich mal verabschieden und sage damit endgültig Ciao.